Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A New Beginning. Ja, wir suchen immer noch nach der Alge, die allerdings partout nicht aufzufinden ist. Ich sag's gleich mal zu Anfang, ich habe diese Folge schon mal gespielt, habe 15 Minuten nichts erreicht, habe dann eine Stunde lang offscreen rumgesucht, bis ich was gefunden habe und dann waren noch 5 Minuten von der Folge übrig. Das habe ich dann versucht zusammenzuquetschen und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, nee, das ist nicht gut, das machst du alles nochmal. Also nehme ich die komplette Folge nochmal neu auf für euch und zeige euch, was ich so gefunden habe in dieser einen Stunde. Es war nämlich echt ein bisschen knifflig, weil ich einfach nicht dahinter gekommen bin. Ja? So, zum einen machen wir erstmal die ganz einfachen Sachen. Das sind so die Sachen, die hier so rumliegen, wie das Messer, eine Topflappen, die nehmen wir einfach beide mal mit. So, Messer und Topflappen. So, genau. Und dann, ich weiß nicht, können wir mit ihm noch reden? Ich glaube, da haben wir schon Du, alle ich. Gesprächsoptionen Was? ausgebeutet. Ja, genau. Bis später. Okay, bis später. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel, dass da unten die Waschmaschine läuft. Das hat sich vorher, glaube ich, noch nicht getan. Aber weil wir so lustig sind. Erstmal das Wasser abpumpen. Wasser abgepumpt. Fertig Ja, zum gerne in der Entladen. Unterwäsche anderer Leute rumsuchen. Gucken wir da einfach mal rein. So. Ist Durchsuchen das wir da mal. wirklich ein Handtuch aus goldenem Stoff? Wie geschmacklos. Hotel Le Comte du Roy. Barcelona. 5 Sterne. Herrgott, wie kommt das denn hierher? Ein 5-Sterne-Hotel kann sich hier doch niemand leisten. So, ich weiß nicht, war das Französisch, Spanisch? Ich glaube, Barcelona wäre eher Spanisch, aber das hat sich irgendwie Französisch angehört. Wenn ihr es wisst oder wisst vielleicht, was es das heißt, dann könnt ihr das ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Und ja, würde mich schon mal interessieren, was genau das heißt. Vielleicht hätte uns die Sprachkenntnis dann doch eine gewaltige Suche ersparen können. Aber naja, widmen wir uns erstmal weiter dem eigentlichen Spiel. Genau. Also, wir haben ein Messer, einen Topflapp und ein Handtuch. Probieren wir es mal mit dem Handtuch. Fragen wir mal Lissa, was das, wem das gehört, wo das Was herkommt. hat es mit Fünf Sterne diesem Hotel. Handtuch auf sich? Es gehört du. War er wirklich in einem 5-Sterne-Hotel? Das kann sich doch kein normaler Mensch leisten. Ben, wenn du etwas über deinen Sohn wissen willst, dann frag ihn selbst. Und wenn er mir nichts erzählt? Dann geht es dich vielleicht nichts an. Ja, ich meine, das ist sein Sohn. Klar, also klar darf sein Sohn auch Geheimnisse vor seinem Vater haben, aber ich meine, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen spät, um jetzt den Vater zu markieren, ja. Weil, naja, der Sohn ist erwachsen und wenn sich der Vater die ganze Kindheit nicht um seinen Sohn gekümmert hat, dann ist es wirklich wahrscheinlich ein bisschen spät dafür. Aber naja. Machen wir mal weiter. Sprechen wir den Sohn doch mal auf das Handtuch an, wie er sich denn ein 5-Sterne-Hotel leisten kann. Das ist schon. Ich verstehe das nicht. Woher hast du das Geld für so ein teures Hotel? Das geht dich verdammt nochmal nichts an. Ich dachte, ihr habt kein Geld mehr. Und du fährst einfach so in ein 5-Sterne-Hotel nach Barcelona? Das ist mein Privatleben, verstanden? Damit hast du nichts zu tun. Also verschwinde hier und lass dich bloß nie wieder blicken. Okay, das war eine klare Antwort, würde ich sagen. Also doch sehr aggressiv darauf. Naja, gut, dann gucken wir mal weiter, was man noch machen kann. Wir haben nämlich unten zum Beispiel noch. Naja, gucken wir erstmal. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, wir waren eh schon dran, ja. Genau. Wir haben nämlich noch die Sprechanlage und damit lässt sich nämlich noch einiges machen. So, als ich an diesem Punkt war, hat sich mir natürlich die Frage gestellt, okay, er fährt in ein 5-Sterne-Hotel, obwohl sie kein Geld haben und die ganzen hochenergetischen Algen und alles sind weg, ja. Das ist alles, keine Ahnung, jetzt hat sich mir der Verdacht nämlich aufgedrängt, dass sein Sohn das ganze hochqualitative Zeug verkauft hat
Um praktisch Profit für sich selber rauszuschlagen, wäre eine ziemlich fiese Nummer. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob das vielleicht doch passiert ist. So weit war ich noch nicht. Aber wir können mal weitergucken, genau. Diesen Verdacht nachzugehen, würde ich ihn gerne von da oben wegkriegen. Und meine Kojen rumstöbern, was da so rumliegt. Vielleicht findet sich ja was drauf. So, also rufen wir ihn einfach mal an. Ja? Duwe Svensson hier? Hallo Duwe, ich bin's. Geh bitte aus der Leitung, Vater. Ich erwarte einen dringenden Anruf. Ich wollte doch nur... So hört er mir also auch nicht zu. Du hast das mit deinem Sohn wirklich nicht leicht. Wie war es erst in seiner Pubertät? Ich weiß es nicht. Und das ist wirklich traurig, wenn Vater nicht weiß, wie sein Sohn in der Pubertät war. Ich meine, wahrscheinlich war er nervig, waren wir wahrscheinlich alle. Also ich ganz sicher, aber... Naja, genau. Ja, gut, dann rufen wir mal im Funkhaus an derweil. Dr. Svensson? Am Apparat. Genau, gibt es eine Nachricht für mich? Gibt es eine Nachricht für mich? Nein, nichts. Erwarten Sie einen Anruf? Nein, ich dachte nur, vielleicht hat sich meine Rückkehr rumgesprochen. Oh, ich versichere Ihnen, das hat sie. Ich bin auch selbst nicht ganz unschuldig daran. Das dachte ich mir schon. Melden Sie sich im Bürolabor, wenn sich doch noch etwas ergeben sollte. Jupp. Sonst noch ein Wunsch? So, dass der Typ am anderen Ende der Leitung eine alte Drahtstante ist, haben wir ja schon mit Faye gelernt. Gut, aber jetzt probieren wir was anderes. Ich möchte, dass Sie jemanden ausrufen. Ich möchte, dass Sie jemanden ausrufen. Und wen? Meinen Sohn. Rufen Sie meinen Sohn aus. Und was soll ich ihm sagen? So, also hier unten bringt er uns nichts im Maschinenraum. Sagen Sie, er soll in den Maschinenraum kommen. Wird gemacht. Dann ist er wenigstens da oben weg. In den Maschinenraum? Nun ja. Da bin ich wieder. Und? Er sagte, wenn einer der Arbeiter etwas von ihm wolle, dann solle er zu ihm gehen und nicht umgekehrt. Du hast wohl nicht gerne Kontakt mit seinem Volk. Das war bei dir vor 2 Jahren doch auch nicht anders. Ich bin doch einmal die Woche zu Jakob und den Jungs Kartenspielen gegangen. Jakob arbeitet hier schon seit 7 Jahren nicht mehr. Oh. Sonst noch was? Ja, er hat's wohl auch nicht ganz... Naja. Sagen Sie, er soll zum Funkhaus kommen. Zum Funkhaus? Warum sollte er zum Funkhaus kommen? Weil Sie eine Funkmeldung für ihn haben. Habe ich das? Ja, sagen Sie ihm... Genau, sagen Sie ihm... So, er hat seine Geldkarte im Hotel Barcelona liegen lassen. Kann man natürlich machen. Ich würde jetzt... Ja... Freundin, Frau, ich glaube, sein Vater wüsste... Wenn er verheiratet wäre, egal wie schlecht sie sich verstehen, das hätte ihm irgendwer gesagt. So, seine Freundin vielleicht. Seine Freundin ist gerade in der Leitung. Zu Befehl. Versuchst du etwa auf diese Weise etwas über sein Privatleben herauszufinden? Er erzählt mir sonst nichts. Oh Mann. Ihr Sohn hat nur gelacht und dann aufgelegt. Gut, vielen Dank. Ja. Naja, gut. Das war wohl ein Schuss im Ofen. Ich glaube, wenn wir ihm nichts sagen, dann bringt das auch nicht viel. Aber das hier könnte doch enorm. Er hat seine Geldkarte im Hotel liegen lassen. Er hat eine Geldkarte in einem Hotel in Barcelona liegen lassen. Und das Hotel will jetzt wissen, wohin damit. Wird gemacht. Findest du das nicht ein wenig albern, dem eigenen Sohn Telefonstreiche zu spielen? Sagen Sie dem Hotel, dass ich verdammt nochmal Traveler-Checks benutze. Gut, richte ich aus. War's das dann? Gut, also das hat auch nicht funktioniert. Die zwei weniger plausiblen Antworten. Seine Frau wartet auf einen Rückruf. Schaden kann's nicht. Aus. Bis gleich. Gut, seine Frau. Meinst du nicht, dass du Bescheid wüsstest, wenn Duwe geheiratet hätte? Ja, Lissa hat den passenden Ihr Sohn Einwand. Ist gar nicht verheiratet, Dr. Svensson. Jetzt weiß ich es. Sonst noch einen Ja, Tag. Das hätte er auch so wissen können. Na egal. Sagen Sie ihm nichts. Er soll einfach kommen. Nein, damit mache ich mich doch unglaubwürdig. Also gut, dann sagen Sie ihm... Ja gut, dann sagen Sie ihm halt gar nichts. Sagen Sie ihm gar nichts. Dann soll ich ihn gar nicht ausrufen? Nein, ich melde mich dann später nochmal. Okay, tschüss. Okay, also Lissa will uns nichts erzählen über das Handtuch. Duwe will uns auch nichts erzählen über die Algen und über das Handtuch. Und Lissa auch nichts über die Algen. Die Sprechanlage. Unser Sohn will da oben auch nicht verschwinden. Dann haben wir noch Barneys Büro. Rufen wir da mal an. Ich bin's, Bent. Ah, alter Haudegen. Gut, dass du anrufst. Ich wollte fragen, wie lange du uns noch beehren magst.
Das kann ich noch nicht sagen. Kein Problem. Wenn du mir aber rechtzeitig Bescheid gibst, kann ich dir den Transport und die Unterkunft auf dem Festland organisieren. Je nachdem, wo du hingebracht werden willst. Danke, Barney. So, ja, eigentlich wollte ich nur ein bisschen plaudern, ne? Eigentlich wollte ich nur etwas plaudern. Immerhin haben wir uns lange nicht gesehen. Du, ich bin leider gerade noch etwas beschäftigt mit den Investoren. Aber sobald ich fertig bin und der letzte Anzugträger die Insel verlassen hat, komme ich zu euch rüber. Klingt das gut? Das klingt sogar sehr gut. Schön. Na gut, dann plaudern wir später mit unserem Kumpel. So, was gibt's denn Neues von den Investoren? Was Neues von den Investoren? Hat es denn was gebracht? Ich kann immer noch kaum fassen, was du ihnen gezeigt hast. Und um ehrlich zu sein, ich kann es auch nicht. Das war doch nicht wirklich die Alge, die das bewirkt hat, oder? Nein, natürlich nicht. Was hast du dir dabei nur gedacht? Es ging nicht anders. Indes will die Alge aufkaufen und einstampfen. Und er hätte es fast geschafft, wenn ich die Präsentation nicht manipuliert hätte. Aber der Betrug wird auffliegen und dann wird uns niemand mehr sein Geld anvertrauen. Die Investoren vielleicht nicht, aber bei denen spielen wir auch nur auf Zeit. Wichtig ist das Gremium in Oslo. Und genau deswegen bin ich hier. Tut mir leid, Ben, aber ich kann dir nicht folgen. Das ist in Ordnung. Hauptsache, du vertraust mir noch. Und, erzähle Faye bitte nichts von meinem kleinen Trick. Ist sie also doch schuldig? Sagen wir einfach, dass sie sehr viel von uns hält. Und dass ich sie nicht enttäuschen will. Da hast du dir ja ein Schlamassel eingebrockt. Ich weiß. Und jetzt lass uns bitte das Thema wechseln. Ja, genau. So, wegen meiner Rückreise. Meiner Rückreise. Fangen wir einfach mal an. Energy Oslo. Ach, das war die Konferenz. Genau, ich melde uns dass mal du uns bei Energy Oslo anmeldest. Für wann und warum? Für morgen. Und sag ihnen, wir wollen ihnen die Svensson'sche Blaualge präsentieren. Moment. Okay, war's das? Nee, natürlich nicht. Ich denke, wir werden bald abreisen. Was heißt bald? Bald heißt, dass du alles für unsere Abreise bereithalten kannst. Gut. Brauchst du einen Helikopter oder nimmst du den gleichen wie auf dem Hinflug? Och, ich denke... Ich denke, Augies alter Militärhubschrauber. Ich bleibe bei Augies altem Militärhubschrauber. Und kein Problem. Das ist dann weniger Aufwand für uns. Was brauchst du noch? Buch mir eine Unterkunft. Buche mir bitte eine Unterkunft. Ich nehme an, du willst zu der Konferenz, die Faye erwähnt hat. Ich kann dir in Downtown Oslo das Grand Welcome Inn empfehlen. Oder das Garden City Hotel in der Nähe vom Botanischen Garten. Sag mir ehrlich gesagt beide nichts, aber weißt du was, ich flieg doch lieber nach Barcelona. Buche mir ein Zimmer im Hotel Le Comte du Roy in Barcelona. Bist du dir da sicher? Klar, ich habe eine Schwäche für dekadente 5-Sterne-Hotels. Das meine ich doch nicht. Das du Roy ist ein sehr... spezielles Hotel. Ist es ein Bordell? Speziell? Nein. Es ist zwar auch auf männliche Gäste spezialisiert, aber es ist kein Bordell. Sagen wir einfach, dass sich die wenigsten Arbeiter auf unserer Insel dort wohlfühlen würden. Aber Duwe hat sich dort wohlgefühlt. Ich will mich da nicht einmischen. Lass Duwe es dir erklären oder finde es selbst heraus. Kann ich dir sonst noch bei irgendetwas helfen? Ja, also Duwe wird es uns nicht erklären, da bin ich mir schon mal fast sicher. Ja, was hat's denn mit dem Hotel auf sich? Was hat es mit diesem Hotel auf sich? Es ist an sich ein ganz normales Hotel, aber mit einer klaren Zielgruppe. Und weder ich, noch du, noch Lissa oder der Doc gehören dazu. Aber du, ja. Okay, Bis später. Ja, gut, wir melden uns später nochmal. So, lass uns mal überlegen, was wissen wir denn jetzt eigentlich über dieses Hotel? Es ist sehr speziell, es ist auf Männer spezialisiert, es hat goldene Handtücher. Sein Sohn fühlt sich da wohl, wo sich die meisten anderen Leute da nicht wohlfühlen würden. Sein Sohn trägt einen Schnauzbart, nur so am Rande. Es drängt sich doch ein kleiner Verdacht auf. Wir probieren es nochmal. Ich möchte, dass Sie jemanden ausrufen. Nochmal jemanden ausrufen. Und zwar den Sohn. Rufen Sie meinen Sohn aus. Und was soll ich ihm sagen? Sagen Sie ihm zum Funkhaus. Sagen Sie, er soll zum Funkhaus. Bürolabor bringt uns immer noch nichts. Sein Freund hat angerufen. Sein Freund hat angerufen. Wird gemacht. Wie hast du erfahren, dass Duwe schwul ist? Ach, Bent, guck doch nicht so. Ihr redet doch noch nicht einmal über das Wetter. Wieso sollte er dir dann von seiner sexuellen Orientierung erzählen? Aber ja. Ich hätte das doch akzeptiert. Weiß ich denn gar nichts über meinen Sohn? Oh, er kommt jetzt zu mir.
Was soll ich ihm sagen, wenn er hier ist? Sagen Sie ihm, sein Vater vermisst ihn. Oh, okay. Hoffentlich wird er nicht wütend. Oh doch, das wird er. Aber hallo. Gut, soweit sind wir. Sein Sohn ist schwul, was an sich völlig in Ordnung ist. Aber, ja gut, dadurch, dass er nicht das beste Verhältnis zu seinem Vater hat, kann ich verstehen, dass er es nicht erwähnt hat, ja. Aber das Wichtigste, er ist jetzt weg. Das heißt, wir können mal schön in die Kojen reingucken und schauen weiter, was mit der Blaualge passiert ist, weil im Moment gibt's wirklich Dringenderes als Duvos sexuelle Orientierung. So, durchsuchen. Ich mach das nicht gerne, aber man lässt mir ja keine andere Wahl. Aha, wenn das mal nicht die verschollene Akte ist. Das ist seltsam. Die Datenerhebungen enden am 20. Februar diesen Jahres. Entweder wurden die Werte seitdem woanders notiert, oder die Forschung an D54H wurde eingestellt. Das ergibt aber keinen Sinn. Warum sollte jemand unsere beste Alge ausrangieren? Das ist eine sehr gute Frage, aber... Früher war das mein Bett. Jetzt schläft hier Duve. Okay, gucken wir uns noch Lissas Bett mal an. Das ist Lissas Bett. Rein der Vollständigkeit, aber durchsuchen wir das auch nochmal. Das Einzige, was mir die Aktion gebracht hat, ist ein richtig schlechtes Gewissen. Ja, wundert mich nicht. Das ist verständlich. Und das ist auch okay so. Okay, hier haben wir die Akte. Die lesen wir nochmal. Datenerhebungen wurden am 20. Was ist an diesem Tag nur geschehen? Der 20. Februar diesen Jahres. Die Daten... Hier ansehen nochmal. Die verschollene Akte der Delta-Alge, unserer leistungsstärksten Algenkultur. Okay, soweit dazu. Jetzt verschwinden wir lieber schnell wieder, bevor der Sohn auftaucht. Kann man die Tür hier nicht wieder... Nein, die Tür kann man nicht zumachen. Ist ja auch klug eingerichtet. Okay, aber da können wir mal Lissa drauf ansprechen. Was das denn soll, warum das passiert ist und wieso und hast du nicht gesehen. Das ist nämlich... Übrigens weiß ich ab jetzt nicht mehr, was passiert. Soweit habe ich gespielt, aber nicht weiter. Was geschah am 20. Februar? Warum wurden die Arbeiten an der Delta-Alge eingestellt? Ben, du willst das nicht wissen. Vor 2 Jahren habe ich mich an der Delta-Kultur fast tot gearbeitet. Natürlich will ich es wissen. Es gab einen Unfall. Einen Unfall? Ja, es kam zu einem Brand in der Algenstation. Die gesamte Kultur wurde vernichtet. Was ist mit Proben? Ihr habt doch bestimmt vorher Proben genommen. Nein. Es gab einen Fehler in der Kommunikation. Ich dachte, Duve wäre an dem Tag für die Probenentnahme verantwortlich und er dachte das gleiche von mir. Es war ein dummes Missverständnis. Ein Missverständnis? Ja, wer es glaubt, wird selig, ganz ehrlich. Wo gehst du hin? Ich will dir nichts unterstellen, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Und ich werde keine Ruhe geben, bis ich herausgefunden habe, was. Warum hörst du nicht auf mich? Richtig so. Es war nur ein Unfall. Das glaube ich nicht. Das ergibt keinen Sinn. Das wäre schon ein ziemlich großer Zufall. Und ich glaube nicht an Zufälle. Absolut nicht. Okay, Wohnkomplex. Naja, okay. Sadi, bitte Faye. Komm. Ben sagt, die Investoren sind überzeugt. Du musst dich geirrt haben. Nein, Faye. Ich habe mich nicht geirrt. Die Alge ist zu schwach. Sie wird die Welt nicht retten. Aber sie hat sogar die Wirtschaftsbosse überzeugt. Du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe. Ich kann nicht mehr daran glauben, Faye. Wir haben einen großen Fehler begangen. Ja, was ist passiert? Was ist passiert, Sadi? Ich erkenne dich ja kaum wieder. Was soll schon passiert sein? Ich stecke in einer Zeit, die ich nicht verstehe. Meine Freunde sind tot und ich bin allein. Ich habe viel Zeit zum Nachdenken. Ja gut, warum hustet sie so viel? Warum hustest du so viel? Ich weiß nicht. Seit Tagen wird es immer stärker. Ist aber nicht weiter schlimm. Früher oder später sterben wir doch alle irgendwie. Mein Gott, sag doch sowas nicht. Hol dein Medikit und mach einen Scan. Vielleicht bist du einfach nur erkältet. Vielleicht. Ja, irgendwas sagt mir, dass sie nicht nur erkältet ist. Was meinst du damit? Wir haben einen Fehler gemacht. Was meinst du damit? Wir haben einen Fehler gemacht. Ich meine den Phönix-Plan. Aber der Phönix-Plan ist doch gut. Wir retten die Welt vor dem Untergang.
Delphin sagt, ihr habt in San Francisco einen Überlebenden ermordet. Das war Salvador. Und in Oslo ein Gebäude gestürmt. Und Geiseln genommen. Das musste sein. Sie hätten sonst nicht auf uns gehört. Wo wir auch hinkommen, Faye, wir haben nichts als Leid gebracht. Oder hast du auch irgendetwas ohne Gewalt erreicht? Ich habe Bent überzeugt, mir zu helfen. Ja. Bevor wir diese letzte Gesprächsoption antreten und damit den entscheidenden Punkt dieser Unterhaltung angreifen, beende ich die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!